So, jetzt mal Tacheles, lieber Markt. Ist das jetzt das gute Zeichen, was wir hier sehen? Zwar war der Anfang hier übersichtlich toll, wie wir das uns hier beim Nasdaq, hier der Future für diejenigen, die das mitverfolgen, da sehen wir, dass wir da in den deutschen oder europäischen Vormittagsstunden, beziehungsweise auch noch bis in den Nachmittag, Ende Februar hinein, doch sehr, sehr wackelig hier unterwegs waren. Aber insgesamt die Bewegung ja noch einigermaßen positiv, weil relativ, ja, zügig. Ich sage das jetzt mal vorsichtig so. Wenn auch diese Überlappungsfreiheit fraglich ist. Allerdings, wenn wir das sehen, was dahinter jetzt gekommen ist, hier ist eine Abwärtsbewegung von hier nach da, ganz klar abwärts, aber auch hier sehen wir, dass wir relativ korrektiv unterwegs sind. Und viele von euch wissen das. Für mich ist dann, wenn ich ein Tief sehe, ein vorläufiges Tief, es kann ja sein, dass es noch weiter runter geht, aber unterstellen wir mal, der Kurs bleibt ungefähr auf diesem Niveau. Dann ist das letzte Tief dort, das vorletzte Tief ist da, also der ist ja natürlich nicht relevant. So, ein Zwischenhoch wäre diese Marke und die wiederum wäre ein möglicher für die Longseite. Also jetzt gucken wir uns das mal an, das ist das Hoch vom 3. März morgens gegen 9 Uhr. Das wäre im Prinzip der Trigger, wenn der Markt jetzt hier nach oben geht. Insbesondere, wenn diese Bewegung jetzt nicht besonders doof aussieht. Also wenn die jetzt extrem wackelig ist, da muss man sich natürlich die Frage stellen, was soll das? Aber wenn der Markt jetzt in den nächsten Minuten, Stunden vielleicht hier nach oben schießt, also deutlich mit einer Aufwärtsbewegung, dann ist das eine Bewegung, die man durchaus da ins Auge fassen kann. Vielleicht etwas, was wir gleich im Trade des Tages nochmal aufgreifen werden als ein möglicher Trade mit unseren ganz konkreten Handelsmarken. Wenn ihr die haben wollt, dann meldet euch einfach an. Der Link ist hier anbei. Es kostet ja nichts und dann kriegt ihr unsere Handelsmarken bzw. unser detailliertes Vorgehen. Also insofern gar nicht so schlechte Voraussetzungen eigentlich für den Markt. Wie? Also der Markt geht runter und trotzdem redet er so. Ja, tatsächlich ist das auch beim S&P 500 zumindest mal sieht es so aus, dass die Abwärtsbewegung von hier an, das ist das letzte Hoch hier, bis dahin ist es eine ganz klare Abwärtsbewegung, aber eben auch etwas, was ganz klar nicht impulsiv aussieht. Dieses Teilstück schon. Gar keine Frage, aber wir wissen doch, dass wir regelmäßig, wenn wir starke Bewegungen haben, zum Beispiel ein Zigzag, eine Korrektur, eine klassische, dann haben wir einen Teil stark, einen Teil schwach und dann nochmal die Fortsetzung. Geht natürlich umgekehrt genauso. Das heißt, innerhalb der Bewegung kann es schon schnelle Bewegungen hier eben geben. Und dann gibt es ein bisschen Gegengewackelt, dann kommt nochmal so eine und dann kann man sagen, ja, das ist doch im Prinzip nichts anderes als ein Schub, eine Korrektur und anschließend nochmal ein Schub und das ist eine typisch korrektive Bewegung. So, jetzt ist das natürlich noch keine Gewähr, dass der Kurs dann dementsprechend ab jetzt dreht. Also wer jetzt dann sagt, Mensch, ist doch cool, das ist total schlüssig, was der Kerl da erzählt. Das passt auch von den Ausmaßen hier. Also insofern, da kann ich doch jetzt hier schon long gehen. Kann man natürlich tun, aber die Trefferquote wird dann relativ gering sein, denn noch ist das ja nicht bestätigt, dass irgendwie was nach oben unterwegs sein will. Das wäre beispielsweise bei einem Bruch dieser Marke vielleicht nicht ganz optimal aufgrund der Struktur, die wir hier vorne haben. Stichwort ist das vielleicht die vierte Welle. Dann kommt zwar hier noch eine Fortsetzung, aber eben vorläufig erstmal als nur eine fünfte und wir wissen, die ist zielmäßig ein bisschen begrenzter. Und das heißt, wer jetzt hier unterwegs sein will, der hat hier mit dieser Methodik zumindest mal eine Idee, in welche Richtung er sich organisieren soll. Und jetzt gehen wir mal eine Stufe rangezoomt für all diejenigen unter uns, die jetzt sagen, das ist mir alles eine Stufe zu groß. Achtet drauf, was wir hier jetzt bekommen. Das ist im Moment die letzte scharfe Bewegung. Wackelt es nach oben, ist noch kein Zeitpunkt für die Long-Seite. Aber dann haben wir das gleiche Bild ja auf der Abwärtsseite und damit nochmal eine Chance, hier auf die Short-Seite aufzuspringen. Ihr seht, das Prinzip lässt sich immer wieder finden auf den verschiedenen Zeitebenen und bietet eine Menge Chancen. Sucht euch eure Lieblingszeit aus, ob das im 5-Minuten-Chart ist, ob das im Stunden-Chart beispielsweise ist, da haben wir es eher umgekehrt, wenn wir uns das hier angucken, oder ob das vielleicht noch kürzer oder noch länger ist. Ihr werdet dieses Verfahren immer wieder sehen oder anwenden können. So, also insofern, spannende Tage stehen uns bevor, sowieso. Es ist eine interessante Situation. Viele, die jetzt im Moment sehr sorgenvoll auf die Märkte gucken, mit Hinblick oder in Hinblick auch auf die Zinsen, auf die Entwicklung, was die Notenbanken daraus machen. Auf der anderen Seite die Anhänger, die sagen, die Notenbanken müssen doch sowieso Geld drucken, was sollen sie denn groß tun? Und wenn die Zinsen jetzt tatsächlich steigen, werden die Notenbanken Quantitative Easing betreiben müssen. Das heißt, eine Anleihe nach dem anderen kaufen, um die Preise so zu stützen und dementsprechend dann die Zinsen niedrig zu halten. Also es kann doch gar nicht schief gehen.
Wir werden sehen, was sich davon durchsetzt. Aber so haben wir eine Methode, die wir als Händler anwenden können. Achtet immer drauf, was ist die starke Bewegung? Habt ihr eine ABC-Gegenbewegung? Ist das ein ganz gutes Indiz, dass es vorläufig noch in die starke Bewegungsrichtung sich fortsetzt? So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße. Bis dann.